Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Detective David Tapp. Ja, und ich spiele auf zuschauenden Wunsch mit dem Perks Nachsorge, Täuschung, Flink und Roter Hering. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob das gerade ein Zombie war, der dort irgendwie aufgestöhnt hat oder ob da irgendjemand gerade gefallen ist. Aber gut, keine Ahnung, gegen was wir spielen. Das werden wir sehen. Dwight wird gejagt. Demogorgon ist es. Also war das wahrscheinlich doch jemand, der da irgendwie gestürzt ist. Ja, und ich renne wieder gegen den Türrahmen. Hallo Rebecca, es tut mir leid. Er hat dich nicht gesehen. Flink ist aktiv. Okay. Ich mach mal ganz kurz das hier. Hab rote Hering aktiviert. Aber der kommt nicht her, verdammt. Doch, er kommt her. Rebecca hat sogar an diesem Gen gearbeitet. Das war nicht so optimal. Ja, du hast mich gesehen. Oh, Franklins Niedergang. Okay. Okay, da habe ich jetzt mir mit dem roten Hering selbst ein Ei gelegt. Okay. Perfekt. Oh, ich weiß nicht, wie sicher ich hier bin. Ich gehe mal wieder zurück. Ja, roter Hering war gerade nicht so optimal. Hier. Ja, ich hatte ein Medikit, aber durch Franklins ist es jetzt nicht mehr einsetzbar. Hallo, Rebecca. So, rote Hering wäre wieder einsatzbereit, aber naja. Ja, ich hätte es nicht einsetzen sollen, aber naja. Ich dachte, ich lenke so den Demogorgon ab und halte ihn hier. Oh, habe ich den verhauen oder? Naja. Es gibt zumindest jemand anders, das hätte sein können, daher bin ich nicht der alleinige Schuldige. Nicolas Cage wird gejagt. So, ich würde sagen. Ja, durch Nachsorge weiß ich, dass sie retten geht. Dort hinten ist der Demo. Jagt aber die Rebecca. So, der Gen ist durch. Und er wurde Dwight gerettet. Perfekt. So, zum Bild an sich, ne? Ich habe mit Nachsorge so ein bisschen Informationen, was um mich herum passiert. Muss aber dafür entweder heilen oder geheilt werden oder retten oder gerettet werden. Wenn ich selbst am so baut sich das Perk auf und ich sehe immer mehr Auren. Wenn ich aber selbst am Haken hänge, verliere ich wieder alle Aura-Sicht. Ansonsten haben wir Flink für die Jagd ganz gut. Und der Bild geht ansonsten in Richtung so ein bisschen Stealth mit Täuschung und roter Hering. Was wir ja jetzt irgendwie nicht so optimal immer einsetzen konnten. Dwight wird gejagt. Ah, ich kann es irgendwo verstehen, ne? Der Demogorgon hat hier schon zwei Gens verloren. Ne? Der dritte Gen wird von mir repariert, der vierte von Rebecca dort unten. Der braucht jetzt halt langsam Druck, der braucht mehr Haken, der braucht schnellere Jagden. Aber ich meine, die Map ist halt auch. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde auf jeden Fall den Tempel, ne, also den Krähenhorst meine ich hier, der wurde ja schon mal geupdatet und seitdem mag ich die Map hier deutlich mehr. Aber ich finde halt immer noch, dass die Map echt nicht so einfach für Killer ist. Ich finde die immer noch recht schwierig. Weil sie doch relativ groß ist. Hier gibt es gerade recht reich Paletten. Auch recht gute Paletten. Wir haben hier immer noch den Tempel. Okay. Dwight genäst irgendwo. Irgendwann ist Dwight jetzt raus. Nick Cage wird gejagt. So. Und dann kommen die her. Ich wollte mich jetzt nicht bewegen, nicht meine Kamera zucken lassen. Auch wenn ich dann hätte gesehen hätte, wo sie sind, aber ich wollte jetzt einfach diese Skillchecks treffen.
Erbarmungsloser Sturm. Wäre auch blöd, hätte ich da jetzt irgendwie einen Gen gehabt. Den hätte der Demogorgon im Zweifel gut verteidigen können. Wenn der jetzt geblockt wäre, dann den Tap dort kriegt, nochmal in die Nähe aufhängt, ne? Ist schon gut, dass ich das getroffen habe. Immerhin, Dwight und Rebecca dort hinten haben auch einen Gen sehr weit. Boah, der arme Demogorgon, die Runde läuft überhaupt nicht für ihn. Ich meine, und die Person, die er gerade jagt, der Nick Cage ist halt nicht mal tot, wenn er am Haken landet. Okay. Ich weiß nicht, ob wir den abgelenkt bekommen mit roten Hering. Nee, anscheinend. Doch, anscheinend. Nee, keine Ahnung. Die Sache ist halt auch, roter Hering ist auch so ein spezielles Perk. Ich meine, wenn ein Generator kracht, ne? Bringt das jetzt als Killer so viel, dass es unbedingt zu wissen ist, der Generator kracht? Oh, warte, ich nutze mein Medikit. Weil ich meine, wenn du vielleicht in der Jagd bist und jemand aktiviert roter Hering an einem Gen, sodass du vielleicht kurz in der Jagd abgelenkt bist und die Person in der Jagd eine Chance hat, irgendwie zu entkommen. Und dann aktivierst du vielleicht roter Hering, dann denkt der Killer doch, ey, wunderbar, der Generator ging gerade direkt 10% zurück, weil jemand dort einen Skillcheck verhauen hat. Da muss ich jetzt nicht sofort gegentreten, da kann ich doch echt leicht jetzt super weiterjagen. Und man selbst hat halt auch nur Zeit verschwendet, weil man den Generator hat krachen lassen mit roten Hering. Boah, ich glaube, roter Hering ist mit Sprengfalle ganz gut. Aber ansonsten, naja, vielleicht bei 3 Gens, um den Killer irgendwo hinzulenken, aber... Ich weiß nicht, ich hatte bisher noch keine Runde, wo ich jetzt gesagt hätte, boah, roter Hering, das wäre es jetzt gewesen. Sind wir am Hintern? Ja, wir sind am Hintern. Ja, das schafft er. Zum Glück nicht. Boah, okay, das wird ein Hüpfer. Okay. Zum Glück ist mein Medikit schon aufgebraucht. Habe ich hier noch irgendwas? Ja. Dachte mir, dass er da durchkommt. Keine Palette da. Okay. Hab meine Aufgabe geschafft und sogar flink gezündet. Ah, wie mache ich das jetzt? Hier unten ist, denke ich, sogar der Keller. Perfekt. Oh, da hat er eine Sekunde zu lange gewartet. Die Wand ist schon offen. Das ist weg. Rebecca, magst du einen Schlag tanken für mich? Nee, okay. Schade. Ich weiß, dass das andere Tor dort hinten ist. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe. Nick Cage kommt an, um zu retten. Ja, ich glaube, der Demogorgon hat aufgegeben. Oder... Ich weiß es nicht. Dwight wurde nochmal verwundet. Danke dir. Ja, aber Dwight ist dort hinten am anderen Tor. Die sind alle sicher. Hui, okay. So, danke für die Rettung, beziehungsweise für die Heilung. So, und entkommen. Sehr gut. Ja, manchmal hat man einfach Runden überhaupt nicht laufen. Gerade wenn man halt auch als Killer eine Map erwischt, die nicht so gut ist, dann wird's schwierig. So, Pip. Und das waren Killer und Überlebende. Ah, wir Überlebenden haben uns sogar auf diese Map gewünscht. Tja, gibt halt einen Grund, warum solche Opfergaben von Überlebenden und nicht vom Killer gelegt werden.
Na gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.